So einen wunderschönen guten Nachmittag, muss ich schon sagen. Herzlich willkommen zum Live-Trading TV zu US-Markteröffnung. Heute mal etwas zeitlich verzögert um 17.15 Uhr. Ich hatte einen Termin und ja, infolgedessen mussten wir das Event jetzt leider um eine Stunde verschieben. Einiges an Action im Markt stattgefunden, wobei natürlich sich schon die Frage jetzt stellt, ausgehend von dem immer noch vorhandenen Vorteil auf der Long-Seite, ob man in diesen schwindelerregenden Höhen, in die der Dow Jones da jetzt gerade vorgestoßen ist, jetzt mittlerweile auf über 20.700 Punkte, ob man da noch so, ja, ob man sich da noch so wohlfühlt, entsprechende Setups zu formulieren, oder ob da nicht vielleicht schon mal aus chancenrisikoverhältnistechnischer Sicht das dann ein bisschen attraktiver wird, möglicherweise auch hier den Dow Jones mal aggressiv antizyklisch von der Short-Seite zu betrachten. Wir sehen jetzt schon, nachdem sich die Open Range hier relativ breit herauskristallisiert hat, nach oben sind es 20.739 Punkte, auf der Unterseite sind es 20.670 Punkte, also das sind ja, roundabout 70 Punkte. Der Dow hat kurz mal diese Open Range nach oben verlassen, wird jetzt aber wieder zurück in diese hineinverkauft. Und ja, nun ist es eben entsprechend so, stellt sich schon die Frage, wie weit solch eine Korrekturbewegung jetzt laufen könnte. Vielleicht ein Retest mal der 700er-Region in irgendeiner Form. Ausgehend hiervon versuchen wir dann vielleicht nochmal die Hochs anzulaufen. Allerdings wird es wahrscheinlich vor später heute Abend, so sage ich mal, nichts dann mit einem antizyklischen Setup. Denn jetzt sich einfach nur short zu positionieren, das erachte ich als persönlich verfrüht. Ich persönlich bin auch nicht wirklich willens, und das will ich auch sagen, bin aber auch nicht willens, mich da auf der Long-Seite wiederzufinden. Nachdem der Markt eben schon relativ weit jetzt vom Open weg gelaufen ist, und folgedessen wäre das so ein Setup, das könnte man sich überlegen, ja, dass der Dow nach einer Korrekturbewegung die Hochs nochmal anläuft, allerdings vielleicht nicht diese erreicht, und dass man dann versucht, aggressiv hier in mögliche Umkehrmuster, die sich dann in diesem Bereich herauskristallisieren, eine Abwärtsbewegung zu traden, die abgesichert würde mit einem Stop über dem jetzt aktuellen Allzeithoch hier oben, ja, in diesem Bereich. Und wo dann zumindest ein Rücklauf gegen den 15.30 Open, also dass das diese türkisfarbene Linie dann stattfindet, eventuell auch ein Rücklauf stattfindet gegen die Hochs des gestrigen Handelstages, hängt aber wieder so ein bisschen davon ab, in welchen in welchem Zeitraum sich das dann abspielt. Also wenn wir jetzt kurz vor Schluss der Märkte gegen 22 Uhr, also sagen wir mal 21.30 Uhr oder dergleichen unserer Zeit, mitteleuropäischer Zeit, diese Gefilde vorstoßen und solch ein Szenario noch auf den Weg bringen, wäre ich zum Beispiel nicht mehr willens, mich da aggressiv short zu positionieren, sondern würde da so ein bisschen Abstand von halten. Ja, wir müssten jetzt auch noch ein bisschen vielleicht tiefer laufen, damit wir nicht wirklich sofort nochmal die Hochs anlaufen. Wobei natürlich das Szenario als solches auch vertretbar wäre, wenn wir jetzt gegen diesen Bereich schon bereits wieder long laufen und es nicht schaffen, höhere Hochs zu markieren. Auf der Kehrseite natürlich die Frage, die sich stellen muss, wenn du dich jetzt hier so aggressiv antizyklisch positionierst, aus welcher Warte erwartest du denn da irgendwelchen Druck? Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, naja, also wenn wir klassisch markttechnisch nach einer Definition suchen für das Vorstoßen in einen Wirkungsbereich, das heißt also ein Bereich, wo nach oben die Chance-Risiko-Verhältnisse unattraktiver werden und wo sich dann früher oder später auf ganz natürliche Weise ein Short-Szenario geben wird, weil die Nachfrage immer geringer werden wird, dann ist es natürlich so, dann würde man den Dow Jones jetzt aktuell hier, ist übrigens nicht die Stunde, sondern das ist der Daily, würde man den mit Sicherheit in die engere Auswahl nehmen als Beispiel und den thematisieren. Jetzt allerdings natürlich folgende Frage dennoch, wo sollte jetzt der Verkaufsdruck herkommen? Das ist nämlich genau der Kernpunkt, der Kasus Knacktus, wenn man so möchte. Du brauchst dann an der Stelle einfach mal auch willentliche Verkäufer, die eben eine Korrekturbewegung auf den Weg bringen, und da bin ich derzeit ehrlich gesagt skeptisch, denn ich sehe derzeit nichts und niemanden, der willens wäre, auf den Verkaufskopf zu drücken. Man muss sich selbstverständlich die Frage stellen, und das ist dann selbstverständlich eine, die wird vielen unter den Nägeln brennen, die Frage stellen, naja, wer kauft denn eigentlich in den Gefilden noch? Denn wenn man sich jetzt Folgendes vor Augen führt, dass man eben jetzt hier derzeit schon in solche, ja, weiten Gefilde vorgestoßen ist, die Chance-Risiko-Verhältnisse nach oben eben geringer oder unattraktiver werden, wer ist denn dann dennoch willens, da oben eben entsprechend zu kaufen? Eine Überlegung wäre in diesem Zusammenhang, dass man in Betracht zieht, dass das tatsächlich vielleicht so eine Art Momentum-Ignition ist, dass das Algorithmen sind, die da eben entsprechend den Kurs immer weiter nach oben ziehen, infolgedessen vielleicht auch
dann Fonds dazu zwingen, eben auf höheren Niveaus relativ dünn, aber dennoch kaufen zu müssen und dadurch der Markt immer weiter nach oben tickt, ja, was natürlich brandgefährlich ist, was natürlich ganz klar brandgefährlich ist, denn das ist eine künstlich auf den Weg gebrachte Nachfrage, also das ist eine mögliche Erklärung, das ist alles, was ich jetzt versuche, ist einfach nur eine Idee zu formulieren, wie es sich darstellen könnte, es kann komplett anders sein, aber das ist ein Gedanke, der sich eben bei mir immer mehr und immer mehr eben manifestiert und wenn man sich so ein bisschen auch mit algorithmischem Trading, also beziehungsweise algorithmischem Trading ganz besonders das Hochfrequenzhandel mal so ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann ist das durchaus in meinen Augen ein legitimer Gedanke, den man formulieren kann. Dann ist das insofern brandgefährlich, als dass auch bekannt ist aus diversen Flash-Crashs, die sich jetzt ja auch schon diverse Male am Markt eben wie immer wieder mal gezeigt haben, dann weiß man einfach, dass sich Algorithmen, die hier agieren, sollte die Volatilität am Markt eben dann anziehen, im Grunde genommen aus dem Markt zurückziehen. Das heißt also, die hier künstlich auf den Weg gebrachte Nachfrage würde komplett versiegen. Da wäre dann kaum noch ein Käufer da und das könnte natürlich dann einen sehr, sehr rasanten Abverkauf nach sich ziehen. Sie zeigt aber eben wiederum auch, damit die Nachfrage hier wegbricht oder zumindest mal so stark zurückgeht, dass eine Korrekturbewegung auf den Weg gebracht werden würde, brauchen wir erstmal ein potenzielles Trigger-Event. Ja, also wir brauchen einen Trigger, der in der Lage ist, die Vola eben anziehen zu lassen und dann im Grunde genommen diese Nachfrage versiegen zu lassen. Und das ist eben so eine Sache, da soll man jetzt einerseits sagen, ja, Donald Trump, der hat da sicherlich das Potenzial, mit einem Tweet solche Geschichten auf den Weg zu bringen. Auf der Kehrseite, ich könnte mir vorstellen, dass bis kommende Woche am Dienstag tatsächlich der Markt immer weiter und immer höhere Hochs macht, ohne da irgendwie dann solch einen Trigger zu finden. Und dass wir uns bis dahin gedulden müssen, ja, und vielleicht immer mal wieder versuchen, dann vielleicht auch von solchen Squeeze-Bewegungen möglichen auf der Oberseite zu profitieren, auch wenn es dann irgendwie, ja, fast schon wehtut oder wenn man sich eben dabei unwohl fühlt. In dem Zusammenhang sei jetzt mal ganz kurz hier auf den DAX eben verwiesen und auf den Kursverlauf, den wir hier im DAX zu sehen bekommen haben heute, am heutigen Tag. Ich persönlich habe selber versucht, von der Squeeze zu profitieren. Ich habe allerdings oder bin allerdings dann hier relativ zügig aggressiv geworden, was ich jetzt derzeit natürlich bedauere, weil ich nämlich ja hier den Stop-Out auf den Weg gebracht habe oder beziehungsweise ausgestoppt wurde, nachdem der Markt kein nachhaltiges Momentum oberhalb von 8,90 auf den Weg bringen wollte. Also man konnte hier in diesem Zusammenhang eine Konstellation erkennen. Die kann man sich, glaube ich, relativ schön so einzeichnen. Das war so eine Art steigendes Dreieck. Und so ein steigendes Dreieck, das ist dadurch auch gekennzeichnet und definiert, dass eben nach den Abprallen, wo der Markt eben nach oben einen Widerstand findet, dass diese Abpralle immer weniger stark ausfallen. Und das bedeutet, dass das Angebot, was von oben kommt, immer kleiner wird. Und das ist natürlich besonders in diesem Bereich dann um 8,90 Jahreshochs, Tageshochs bis hierhin, Wochenhochs und dergleichen, ist das natürlich ein hochsignifikanter Bereich. Und ich habe mich long positioniert, der Break erfolgte. Wir sind kurz mal über 11.900 gelaufen, haben also neue Jahreshochs markiert. Ja, und dann ist eben kein weiteres Moment aufgekommen und infolgedessen habe ich dann eben das hier als Schwäche interpretiert, bin aggressiv mit dem Stop hinterhergegangen und habe mich auf Break-Even ausstoppen lassen. Also bin auch in diesem Zusammenhang, hatte auch vorher genau eine Überlegung. Ich wollte diese Squeeze, die wir dann hier mit der US-Eröffnung zu sehen bekommen haben, die wollte ich hier zu sehen bekommen. Und ich denke, das Potenzial hierfür war in diesem Moment auch definitiv und legitim gegeben. Und wenn der Markt diese Squeeze nicht auf den Weg bringt, dann gibt es durchaus einen Grund, hier skeptisch zu werden. Und man sieht auch, es hat anschließend eigentlich keinen wirklichen Impuls gegeben. Also es gab keinen wirklichen Rutsch auf der Oberseite und erst mit 3,5-stündiger Verzögerung ist dann eben diese Bewegung auf den Weg gebracht worden. Das ist natürlich jetzt im Nachgang ein bisschen ärgerlich. Jetzt kann man sich schon die Frage stellen, ja, wäre es nicht sinnvoll gewesen, vielleicht hier einfach mit dem Stop runterzugehen, dann den nachzuziehen auf Supertrend 11.882 und dann einfach mal gucken. Ja, der Entry war auf der 89. Das wären dann in dem Moment noch 6 Punkte Risiko gewesen. In meinem Fall ist es eben so gewesen, ich bin ein bisschen aggressiver vorgegangen und jetzt sehe ich eben den Markt nach oben wegziehen, ja. Ich muss allerdings, ich will auch an dieser Stelle auch ganz ehrlich sagen, initialer Stop lag übrigens hier auf dem Niveau, ja, das waren 22 Punkte initiales Risiko. Ich habe mich auch hier nicht wirklich wohlgefühlt bei dem Trade. Also das war oder ist ausgehend von dem derzeit gelaufenen Moment, was wir eben hier sehen, auch im Daily, was wir ja sehr, sehr schön erkennen können, ist das einfach schlichtweg mal so, das hat immer so ein bisschen noch zieht Bauchschmerzen nach sich, sich dann in diesen Gefilden long zu positionieren. Ich denke aber dennoch, man wird sich in den kommenden Tagen dran gewöhnen müssen, ganz besonders, und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Dow, ganz besonders im Zusammenhang mit dem Dow Jones, der eben vielleicht nach oben ebenfalls, jetzt sieht man allerdings, da bricht dann jetzt tatsächlich doch mal kurzzeitig diese Nachfrage ein bisschen weg, ja,
dass wir uns darauf einstellen müssen, dass eben tatsächlich dann über kurz oder lang sollten sich gute CRVs ergeben, dass man dann eben versucht, in mögliche Konsolidierungsphasen und dergleichen sich doch nochmal long zu positionieren, vielleicht zu versuchen, von einem sogenannten Blow-Off zu profitieren. Das ist natürlich jetzt sehr günstig, dass wir diese Bewegung zu sehen bekommen haben, denn dadurch wird diese Überlegung natürlich hier jetzt aktuell. Also ich würde jetzt hier tatsächlich nicht verkaufen, sondern was ich jetzt beobachten würde, wäre eine Gegenbewegung. Es ist auch sehr interessant, dass wir im Bereich um diese türkisfarbene Linie erstmal stillhalten oder anhalten, einen Support finden. Das ist der Bereich um die Kassa Open, 15.30 Uhr. Jetzt ausgehend hiervon eine Gegenbewegung, die wir vielleicht auf den Weg bringen, die uns dann nochmal hier ein bisschen in Richtung dieser markierten Hochs um 750 führen. Sollte es dann nicht gelingen, diese herauszunehmen, wäre genau das, sollten sich dann hier erste Abschöpfungs- oder Erschöpfungszeichen zeichnen, wäre das eben eine Möglichkeit, mal den Dow aggressiv short zu traden und darauf zu spekulieren, dass wir vielleicht dann nochmal so ein anderes Schlüssellevel anlaufen, welches dann hier so im Bereich um diese Hochs von gestern liegt. Wobei ein konservativer ausformuliertes Ziel ein bisschen näher im Bereich eben dieses Kassa-Opens läge. Und sollten wir vor diesem Hintergrund hier ein attraktives CRV dann bekommen für solch ein Trading-Szenario, ja, dann könnte man mal versuchen, den Dow, wie gesagt, ein bisschen aggressiv antizyklisch zu traden. Ich würde allerdings nochmal Vorsicht walten lassen bei diesen aggressiv antizyklischen Engagements, weil nochmal, was du brauchst derzeit, sind Verkäufer, die in den Markt kommen, oder beziehungsweise ein Wegbrechen der Nachfrage, die potenziell künstlich induziert ist. So würde ich das derzeit interpretieren, wenn ich diese Kursverläufe hier sehe. Und was dann etwas anders für mich bedeutet, als dass ich diese Erwartungshaltung mit stark anziehender Vola zumindest derzeit nicht unbedingt haben sollte. Vorausgesetzt, das weiß ich nicht, dass irgendwo sich eine große Welle auftürmt und ein Unwetter droht oder dergleichen, Naturkatastrophe, Gott bewahre oder sonst dergleichen. Also darauf zu spekulieren, ist dann vielleicht auch ein wenig, ich sag mal, ein bisschen sehr optimistisch. Ja, und das sei es auch meinerseits gewesen zu den US-Märkten. Morgen früh Morning Meeting hören wir uns wieder, 10.30 Uhr auf dem JFD Guidance Desktop. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr reinschaltet. Wenn ihr Fragen habt, nutzt gerne die Möglichkeit über die Chatbox oder die Trading-Chatbox auch auf meinem Desktop, also sowohl auf dem Guidance Desktop von JFD als auch auf meinem Desktop. Schickt eine Mail, kontaktiert mich via Twitter. Ich wünsche euch einen schönen Abend und habt euch wohl. Wir hören uns morgen wieder zum Morning Meeting. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut und tschüss.